Hallo, jetzt kommen wir auf den Veloce Zockkanal zur weiteren Folge FIFA 22. Und ja, Leute, die Wintertransferphase ist jetzt soweit durch. Wir sind hier am 1. Februar und wir sind hier im Viertelfinale der Copa de España. Es ging plötzlich Schlag auf Schlag, irgendwie ganz witzig. Sechzehntelfinale, Achtelfinale und jetzt sind wir im Viertelfinale. Ich finde das sehr interessant, dass das hier vom Plan bei EA irgendwie so ist, dass dann die Copa erst gar nicht ist und dann alles nacheinander. Irgendwie sehr ungewöhnlich. Wir spielen mal wieder gegen Atletico Madrid, das x-te Mal in sehr, sehr kurzer Zeit. Also wir hatten hier im Januar schon ein Duell gegen sie und auch im Dezember, das heißt der dritte Monat hintereinander, wo es mal wieder gegen Atletico geht. Danach sehen wir Espanyol und dann Real Madrid. Wir gehen jetzt wieder rüber zu 3 Spielen. Und ja, ich will gar nicht mehr so viel labern, gehen wir rein ins Duell gegen Atletico. Hier haben wir die Aufstellung vom FC Valencia. Navas, Correra, Bonucci, Bella, Kotschap, Gomez, Musa, González, Schlager, Fernandes, Icardi, Paulsen. 4-4-2-System hier. Beim FC Valencia, bei Atletico Madrid, Oblak im Tor, Vrijalko, Milenkovic, Jimenez, Lodi, Kondogbia, Vaz, Kolomouani, Carrasco, Cunha und Llorente. Beide Teams im 4-4-2-System, beide Teams wirklich mit einer Top-11 auch hier mit dabei. Also keiner nimmt das hier irgendwie locker, nur weil es ein Pokalwettbewerb in Anführungsstrichen nur der Pokalwettbewerb ist. Und dementsprechend wird es sehr spannend, wie beide Teams hier im Estadio Mestalla auftreten werden. Jetzt hier Kolomouani. Mouani, der Pass war richtig gut und der ist nicht drinne. Cunha verfehlt diesen Ball. Das war eine riesige Chance. Den muss er machen. Es war auch abseits. Oh, mit der Fußspitze bzw. auch sein Oberkörper. Aber das war eine Riesenchance hier in der 7. Minute für Atletico. Icardi setzt sich da gut durch. Mauro Icardi bringt den Ball da richtig hoch rein. Da ist Yusuf Paulsen, der den nicht macht. Yusuf Paulsen, das war eine Riesenchance. 0-0. Oh, der Ball war gut gespielt. Das war richtig gut gespielt. Die Schusschance, aber Keylor Navas hält den. Der Costa Ricaner konnte diesen Ball hier halten. Steht erstmal 0-0 und Ecke für Atletico. Oh, Navas am Ende dran. Oh, stark jetzt hier. Der hohe Ball. Kommt da Kondogbia ran? Ja, Kondogbia rettet den Ball. Das war stark gemacht vom Franzosen. Aber Valencia kann das Ganze klären. Icardi jetzt hier auf Paulsen. Vielleicht jetzt mal mit Geschwindigkeit. Yusuf Paulsen versucht es jetzt wirklich mal mit Geschwindigkeit. Macht das gut. Yusuf Paulsen. Oh, Flanke kommt nicht rein. Jetzt aber doch. Und da ist Fernandes. Es ist Borja Fernandes mit dem Treffer hier. Stark. Ja, der Jungspund. Spielt wieder auf Außen, nicht mehr in der Sturmspitze. Ja, da darf er jubeln. Da darf er ruhig sein Trikot zeigen. Ne? Yusuf Paulsen, hier der Versuch, das war Handspiel. Dann aber nochmal reingeflankt und dann ist da Fernandes, der nimmt den Volley. Keine Chance für Jan Oblak, diesen Ball hier zu halten. Richtig gut gemacht. Nimmt den Volley, kriegt den relativ platziert. Ich glaube, mit dem Schienbein war es sogar. Ne? Aber egal mit was, Hauptsache das Ding ist drin. 42. Minute, Valencia hier auf dem Weg ins Halbfinale der Copa de España. Jetzt hier Llorente, Marcos Llorente. Was mit dem Schuss? Aber Navas. Navas hielt den Ball. Was ist das? Was war das von Correra? Oh, gefährlich! Das gibt Elfmeter. Bella Kotschap. Oh, Correra, warum klatscht du den Ball nicht besser weg, ne? Wenn Correra den Ball besser klärt, dann passiert das hier nicht. Elfmeter jetzt für Atletico. Cunha gegen Navas. Boah, schlecht geschossen. Und so endet die erste Halbzeit. Atletico mit der Riesenchance gegen Ende der ersten Halbzeit. Oh, was ist mit Bella Kotschap? Warum lässt er da Cunha so laufen? Ah, der gefällt mir gerade gar nicht. Foulspiel im Elfmeter, jetzt das hier. Jetzt wird's gefährlich. Was? Nochmal abgegeben, der Schuss. Navas. Stark, Keylor Navas. Es war Mouani, der den nicht getroffen hatte. Ecke. Oh, Keylor Navas. Jetzt hier. Oh, Navas wieder da. Ich verstehe nicht, warum aber unser Verteidiger den nicht irgendwie hatte, weil der sah im ersten Moment so aus, als hätte er locker diesen Zweikampf gewinnen können. Icardi spielt den jetzt gut ab. Sergi Gomez auf dem Weg nach vorne, will da gleich Fernandes anspielen.
Pausen. Oh, Fernandes, war der im Abseits? Anscheinend nicht. Und jetzt der Pass, und das ist jetzt dein Moment. Borja Fernandes, du kannst das Spiel jetzt entscheiden. Borja Fernandes, Borja Fernandes, aber Jan Oblak ist natürlich da. Der für mich beste Keeper der Welt hält den Ball. Ecke. Sergi Gomez. Sergi Gomez, die Flanke ist richtig gut. Nico Gonzalez, aber zu zentral. Aber was geht hier ab in der zweiten Halbzeit? Hier ist richtig Action los. Na, Nico. Yusuf Pausen. Oh, Icardi nimmt den Ball damit. Ja, Icardi, guter Laufweg. Richtig guter Laufweg von Mauro Icardi, aber Oblak hält den. Trotzdem schöne Bewegungen vom Argentinier. Das war stark gemacht, mehrmals. Jetzt hier erstmal eine Auswechslung. Williams und Dubois kommen rein für Musa und Correra. Lemar kommt rein für Kolo Muani. Also auch da natürlich viel Qualität bei beiden Teams, die hier nochmal reinkommen. Und da Oblak, gefährlich, aber hatte den ganz easy. Obwohl, ein bisschen kleiner Widerspruch in sich. Und da ist jetzt Yusuf Pausen. Der will den rüberlupfen. Oh, das wäre es gewesen. Riesenchance. Oblak bringt ja so ein bisschen sein Team in Gefahr. Pausen hätte ihn vielleicht sogar einfach normal nehmen können. Ne? Wollte ihn aber schön machen. Klappte leider nicht. Oh, jetzt hier Lorente, der Schuss. Navas. Ganz wichtig, dass Navas den hatte. Er will das Spiel gleich wieder schnell machen. Schlager. Oh, der Ball ist super. Der Ball von Schlager ist mal wieder super. Wir wissen, dass er solche Bälle spielen kann. Williams, super Laufweg. Gut gespielt. Benjamin Sesko. Pausen, aber der Abschluss war eher etwas schwach. Oh, Oblak bringt wieder mal sein Team hier in Bedrängnis. Und jetzt hier Valencia am Pressen. Ja, starkes Pressing. Die wollen gar nicht defensiv stehen, die wollen weiterspielen. Yusuf Pausen. Gute Übersicht. Gonzalez, richtiger Pass auf Williams. Williams in den Rückraum. Nochmal weitergespielt. Sesko schließt ab, aber da ist Oblak. Ah, das Spiel macht Spaß, Leute. Das Spiel macht Spaß. Es bleibt aber erstmal beim 1-0. Jetzt kommt noch Joao Felix für Lorente. Atletico natürlich mit Wahnsinnsqualitäten auf der Bank. Die Ecke. Bella Kotschop kommt nicht richtig zum Kopfball. Und am Ende, ja, Oblak wird sogar gefoult. Dementsprechend hier erstmal geht's weiter. Die müssen jetzt Gas geben. Atletico muss jetzt Gas geben. Lemar. Oh, die Grätsche geht nicht ganz durch. Bonucci dazwischen. Stark von Leonardo Bonucci. Und jetzt hier Atletico. Auf dem Weg nach vorne. Carrasco, nein. Carrasco, die letzte Chance vielleicht. Die Flankenmöglichkeit. Wir sind in der 92. Minute. Was macht Yannick Ferreira? Carrasco, spielt den nochmal flach rein. Joao Felix. Joao Felix. Oh, das hat er gut gemacht. Gute Bewegung. Joao Felix. Aber da ist Keylor Navas, der den Ball hält. Aus spitzesten Winkel. Und es gibt jetzt Ecke. Es gibt die wohl letzte Ecke in diesem Spiel. Die Ecke. Die ist nicht schlecht. Aber da ist Navas. Und wir sind in der nächsten Runde. Wir sind in der nächsten Runde, Leute. Hier war einiges los gegen Atletico und die Valencia-Fans freut es. Weitergekommen durch den Treffer von Borja Fernandes. Das Eigengewächs, ja, drückt immer mehr den Stempel auf in dieser Valencia-Mannschaft. Das muss man ganz klar sagen. Er ist inzwischen kaum mehr wegzudenken aus der Startelf. Und das absolut zu Recht, denn der liefert wirklich gut ab. Real Madrid weiter, Elche weiter und Villarreal weiter. Jetzt wird es interessant, wer unser nächster Gegner wird. Und ob wir gleich wieder gegen sie spielen. Transfergut für Amaral. Würde ich momentan ablehnen. Vor allem nicht 2,5 Millionen. Ich glaube, dafür ist sein Potenzial zu groß. Wir gucken mal, wer unser nächster Gegner ist. Real Madrid. Real Madrid im Pokal also gleich. Villarreal gegen Elche und wir müssen gegen Real Madrid. Ziehen wir ins Pokalfinale ein? Das ist die große Frage hier. Ob wir ins Pokalfinale einziehen, der Copa de España. Erstmal geht es natürlich... Oh, ist Gerdes Beck oder was? Oh, könnte Gerdes Beck kommen oder was? Sag mir nicht, er ist wieder komplett fit. Gonzalo Gerdes ist wieder komplett fit, Leute. Oh, das ist geil. Das ist geil. Gonzalo Gerdes ist wieder komplett fit. Das ist sehr, sehr schön. Das ist die Nachricht, die ich hören wollte. Sehr, 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 sehr schön. Das heißt, er macht natürlich auch hier wieder den Freistoß. Ne? Hier wieder deins. Elfmeter und Ecken lasse ich mal so. Aber Gonzalo Gerdes ist wieder back, Leute. Wir gehen jetzt erstmal ins Duell gegen Espanyol. Da gucken wir mal, ob er gleich wieder in der Startelf steht. Hier haben wir die Aufstellung von Espanyol Barcelona. Mamardashvili im Tor, die Leihgabe von Valencia.
Dann Alex, Vidal, Gomez, Ferrari und Cabrera in der Viererkette. Kakaré und Sergi Dada, die beiden Ex-Lyon-Spieler, bilden das zentral defensive Mittelfeld. Barre auf rechts, Olayinka auf links. Im ZOM spielt Kerim Aktürkoglu und ganz vorne Paul Ebere Onautschu. Das Ganze hier 4-2-3-1-System. Beim FC Valencia ist Gonzalo Guedes erstmal auf der Bank. Ist natürlich logisch, man will ihn nicht zu schnell wieder reinwerfen. Navas aber im Tor, dann Dubois, Sainz, Bella Kotschap und Rogero in der Viererkette. Nico Williams rechts, links Diego Valencia, Ilic und Amaral, die beiden Eigengewächse jeweils in der Zentrale. Sesko zusammen mit Pausen ganz, ganz vorne. 4-4-2-System beim FC Valencia, die natürlich extrem rotieren, weil das nächste Spiel gegen Real Madrid ist in der Copa de España, das Halbfinalspiel. Boah, Olayinka setzt sich da ganz einfach gegen Sainz durch. Das ging zu einfach, Olayinka. Grecci geht auch nicht durch. Olayinka immer noch im Alleingang. Das macht er überragend. Lupft den da rein. Und Amaral war es, der da nochmal gut stören konnte. Amaral, übrigens sind wir das treffsicherste Team in der kompletten La Liga. Amaral hat Paul Ebere Onautschu nochmal so gestört, dass der den sogar komplett verzogen hat. Stark von Amaral. Oh, der Ball ist gut. Der Ball war richtig gut gespielt. Kerim Atatürkoglu. Ich habe den nicht richtig ausgesprochen. Sorry. Atatürkoglu. Ich nenne ihn einfach Kerim, ist einfacher. Also Kerim hier mit einer Riesenchance, sonst der Name bringt mich durcheinander. Valencia. Valencia gut auf Rogero gespielt. Der gleich mal in die Mitte. Pausen, nochmal weiter. Sesko auch nochmal auf Williams und der zieht den ab, aber Marmadashvili hält den Ball. Ja, die georgische Leihgabe von Valencia hält hier das 0-0 für Espanyol. Kerim. Kerim, der passt es gut auf Paul Ebere Onautschu. Aber da war wieder mal Keylor Navas, der den Treffer verhindert. Sesko, was ein schlimmer Fehlpass. Den Pass darfst du so niemals spielen, aber da ist ja wieder Navas. Aber Sesko, solche Fehler dürfen dir nicht unterlaufen. Ilic auf Pausen. Jetzt hier Valencia. Oh, der Ball auf Sesko. Der ist kopfballstark und er trifft. Man muss echt sagen, bisher habe ich Sesko viel kritisiert. Das ist dann wahrscheinlich auch in den Highlights gar nicht so sehr drin, weil er so viele Bälle verloren hat, so viele Angriffe zunichte gemacht hat. Das war vom spielerischen Aspekt her nicht gut. Jetzt hat er natürlich den Treffer gemacht, dann interessiert niemand mehr den spielerischen Aspekt. Hauptsache der Treffer, Valencia mit einer Vorlage und Benjamin Sesko setzt sich da durch. Marmadashvili hat da gar keine Chance. Dritter Treffer nach 12. Partie für Sesko. Also auch für den Jungen hier geht es immer weiter in seinen Entwicklungen. Also er macht immer weiter Entwicklungsschritte, das wollte ich eigentlich sagen. Das davor war kein richtiger deutscher Satz, glaube ich. Und Ilic, ja, fast der Ballgewinn. Ich muss ja auch nicht perfekt Deutsch hier sprechen, sondern gut spielen. Ah, aber der Ball ging verloren. Pausen. Jetzt hier Williams. Ah, da wäre Dings gerade im Abseits gewesen. Sesko jetzt nicht mehr. Sesko mit dem Lupfer und der Pfostentreffer. Bitter. Nur den Pfosten getroffen. Das wäre es gewesen, wenn man hier jetzt 2-0 in Führung gegangen wäre. Nochmal Sesko am Ball. Sesko zieht einfach mal ab, aber der geht klar rüber. Aber Leute, jetzt gibt es einen ganz, ganz, ganz besonderen Moment. Wir gucken uns nochmal den Schuss an, aber das ist eher unwichtig. In der 57. Minute geht Paulsen raus. Yusuf Paulsen, dafür kommt Gonzalo Guedes, der mehrere Monate ausgefallen ist, zurück. Herzlich willkommen, Gonzalo Guedes. Bitte bleib fit, denn wir brauchen dich für das Ende der Saison. Denn dann ist einiges mehr möglich als ohne ihn natürlich. Sainz spielt den rüber, stark gespielt von Sainz und auch der Ball von Rogero war richtig gut auf Valencia. Valencia jetzt hier mit einer großen Chance. Valencia spielt den nochmal ab. Guedes, Gonzalo Guedes, oh, das wäre es doch gewesen. So ein Comeback-Treffer, das wäre es doch gewesen. Zieht den ab, kein schlechter Schuss an sich, aber der geht dann doch rechts vorbei. Oh, der Ball ist gut. Onautschu, Onautschu, aber Navas. Navas, aber es könnte einen Nachschuss geben. Oh, Solé. Was ein Tackling von Solé. Weltklasse platziert. Da darf aber auch überhaupt nicht schief gehen. Und jetzt hier Diego Valencia. Sergi Dada. Jetzt könnte es gefährlich werden. Vargas. Vargas hier gut gespielt. Und Dada mit einem Wahnsinnstreffer. Schöner Treffer. Ja, das muss ich erstmal verdauen. Hier erstmal einen Schluck nehmen. Der sah doch sehr zentral aus.
Ich will mir mal die Flugkurve angucken. Er war natürlich super hart geschossen. Den kannst du trotzdem haben, Junge. Den kann Navas trotzdem haben. Sergi Dalla mit dem Treffer 1-1, Leute. Gonzalo Guedes, nein. Sein stark. 2 Minuten Nachspielzeit. Jetzt muss es natürlich werden. Guedes hält den Ball. Guedes mit der richtig guten Übersicht. Das war richtig gut gemacht. Und der Schuss, aber der ist nicht drin. Wenke der per Kopf, nein. Da ist jetzt Guedes, der kriegt den Ball nicht mehr rüber. Aber es gibt Freistoß. Es gibt Freistoß. 92. Minute. Oh, jetzt wird's gefährlich. Diesen Freistoß schießt natürlich Guedes. Gonzalo Guedes hier von 17 Meter. Du hast die Chance. Guedes! Oh, drüber. Das wär's gewesen. Das wär sein Moment. 1-1. 1-1, Leute. Okay. Unentschieden ist natürlich nicht das, was du willst, aber ich glaube, das Geilste ist überhaupt, dass Gonzalo Guedes wieder back ist. Das ist sehr schön. Egal, wie es jetzt gerade tabellarisch dann aussieht. Da gucken wir gleich drauf. Denn jetzt geht es erstmal gegen Real Madrid, ne? Jetzt gehen wir erstmal rein gegen Real Madrid im Halbfinale, Leute. Wir gucken natürlich kurz auf die La Liga-Tabelle. Ah, hier gibt es Hin- und Rückspiel. Verstehe. Also egal, wie es jetzt gegen Real ausgeht, das ist noch lange nicht das Ende. In der Liga sind wir Dritter, damit bin ich auch zufrieden, Leute. Ich denke, vielmehr ist das Team noch nicht stark genug. Wir haben also jetzt das Hinspiel gegen Real Madrid und dann haben wir in 3 Wochen das Rückspiel. Okay. Also wir hatten schon oft Atletico, aber wir haben allein im Februar 3-mal Real Madrid. Das ist richtig crazy. Das heißt, auch in der nächsten Folge gibt es einfach Real Madrid und Juventus im einem. Also da habt ihr gleich mega Top-Spiele. Aber nächste Folge ist nächste Folge. Wir gehen jetzt erstmal rein gegen Real. Gucken wir uns die Aufstellung der beiden Teams an, Leute. Courtois im Tor bei Real Madrid. Carvajal, Nacho Fernandes, Azpilicueta und Mendy in der Viererkette. Casemiro im ZDM, dann Soler und Milinkovic-Savic bilden zusammen eben mit Casemiro das zentrale Mittelfeld. Wahnsinn natürlich. Carlos Soler, unser Ex-Spieler hier. Benzema ganz vorne, zusammen mit seinen 2 brasilianischen Kollegen Rodrigo und Vinicius Junior. Bei Valencia, Navas im Tor, Correira, Bonucci, Soler, Gomez in der Viererkette. Musa, Gonzalez, Schlager, Fernandes bilden das Mittelfeld, Icardi und Poulsen ganz vorne, 4-4-2-System. Guedes wird weiterhin erstmal von der Bank kommen, auch hier im Duell gegen Real Madrid im Santiago Bernabéu. Soler, gut gespielt, Rodrigo. Rodrigo, der Pass auf Benzema war überragend und 1-0 Real Madrid. 1-0 hier für Real Madrid, für die Hausherren. Valencia jetzt hier in Rückstand. Das ist natürlich auch der schwerstmögliche Gegner, auf den du hättest treffen können. Ich meine, du hattest schon Atletico in der letzten Runde, jetzt Real Madrid. Das sind eben Schwergewichte. Da ist immer alles möglich. Karim Benzema mit seinem 3. Tor in der 4. Partie in der Copa de España. 1-0 für Real, aber es gibt Hin- und Rückspiel, das darf man nicht vergessen. Das heißt, hier muss man noch nicht all-in gehen in diesem Spiel. Schlagers Ecke. González, sein Kopfball war eher weniger gefährlich. Icardi kann da leider auch nichts mehr mit anfangen. Courtois spielt den kurz. Carvajal. Boah, Soler hatte da die Ruhe. Nacho. Sergei hat den auch gut hingespielt auf Casemiro. Vinicius. Ach super, wie Real Madrid sich löst. Casemiro. Und das ist jetzt gut gespielt. Das ist sehr gut gespielt. Soler, aber da ist Keylor Navas. Keylor Navas verhindert den Treffer stark. Und macht das Spiel gleich wieder schnell. Mauro Icardi jetzt hier. Der Ball auf Musa sollte kommen, kommt jetzt auch schon. Musa mit einer super Bewegung. Musa, kann er sich da durchsetzen? Nein, kann er nicht. Azpilicueta ganz stark. Auf Nico González, spielt nochmal auf Schlager. Fernandes. Fernandes spielt damit der Hacke auf Sergi Gomez. Sergi Gomez, die Flanke ist gut. Yusuf Poulsen, Mann. Der muss aufs Tor. Der muss aufs Tor. Das war gut rausgespielt, aber der Abschluss nicht perfekt. Ach, Wenke Dörr. Hat den Ball nicht, nein. Benzema. Gut gespielt. Rodrigo. Rodrigo, Sergi Gomez, wichtiger Zweikampf. Jetzt hier Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes. Mit einer guten Bewegung. Gonzalo Guedes spielt da einfach mal die Abwehr von Real Madrid aus. Gonzalo Guedes. Guedes mit der Übersicht. Da ist Musa. Musa mit dem Kopf, aber Courtois hält den.
Das war trotzdem eine super Aktion von Gonzalo Guedes, der wieder zurück ist. Aber er konnte das nicht ganz finalisieren, beziehungsweise Musa konnte die Vorlage nicht finalisieren. Schade. Boah, gefährlich. Solé stark. Guedes. Der Pass auf Icardi war richtig gut. Mauro Icardi, nein. Da war mehr drin. Valencia ist drauf, um dran ranzukommen, aber es fehlt noch so ein bisschen im Abschluss, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr wenig Platz jetzt hier. Icardi und der Ball ist richtig gut. Nico Williams eingewechselt. Nico Williams, du musst es jetzt machen. Williams, was für eine Bewegung. Leg den Ohr schlecht ab. Was ist das für ein was war das für eine Ablage? Alles gut bis zum versuchten komischen Pass da. Jetzt Williams, gib den nochmal ab. Nein, es war abseits. Ah, Nico Williams. Hugo kommt jetzt nochmal rein bei Real Madrid. Hugo nochmal rein. Für Rodrigo. Der Ball, oh komm schon, Schlager, setz dich durch, ja. Williams, Guedes, auch nochmal abgegeben. Mauro Icardi, nein, diese letzten Momente verfehlen wir hier. Sergio Gomez, der Ball ist auch gut, Schlager, der Pass war gut. Wenkedör, aber da ist Courtois. Letzte Aktion, Navas sogar mit dabei, das ist gefährlich eigentlich. Ah, die Ecke war schlecht. Real Madrid 1-0. Die Abwehr stand. Ich würde aber auch sagen, es lag einfach daran, dass wir die letzten Aktionen nicht richtig ausgespielt haben. Ein 1-1 war hier durchaus drin. Ich glaube, das wäre das fairste Ergebnis gewesen. Aber gut, der hätte, wäre Vulkanausbruch. Das bringt niemandem was. Nächstes Spiel ist wieder gegen Real Madrid, dann aber in der Liga. Das dann auch in der nächsten Folge natürlich. Und ja, Leute, Gonzalo Guedes ist back. Der wird natürlich auch bald wieder richtig in der Startelf stehen. Jetzt heißt es für uns natürlich, es wird immer schwerer, ne? Real Madrid, dann Juventus, Granada, Sevilla, Real Madrid, Sociedad, dann wieder Juve. Also hier ist einiges noch, wir haben noch einiges vor uns. Und ja, Leute, ich würde mich fürs Erste verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wieder 3 Spiele in einer Folge. Euer Veloz meldet sich ab und bye bye.